Seit fast 10 Jahren helfen deutsche Polizeibeamte aus dem Bund und aus den Ländern beim Polizeiaufbau in Afghanistan. Begonnen hat es mit der Ausbildung von Polizisten. Inzwischen bilden wir Ausbilder von Polizisten aus. Wir trainieren die Trainer und wir arbeiten eng mit der Polizeiakademie in Kabul zusammen, wo die Führungskräfte der afghanischen Polizei ausgebildet werden. Nichts ist dabei perfekt, aber es gibt große Fortschritte, insbesondere im Norden Afghanistans, wo wir auch für die Polizeiausbildung die Verantwortung übernommen haben. Warum machen wir das? Wir wollen, dass die Afghanen ihre Sicherheit in ihre eigenen Hände nehmen können, und zwar nachhaltig, auch nach dem Abzug der kämpfenden Truppen Ende 2014. Wir wollen, dass das, was wir dort investiert haben, was es auch an Menschenleben gekostet hat, dass all das nicht vergeblich war und dass dieses Afghanistan in eine friedliche Zukunft unter afghanischer Führung kommen kann. Dazu gehören auch selbstbewusste, demokratische und rechtsstaatliche Polizeistrukturen. Viele haben uns dabei geholfen aus dem Land. Ortskräfte, Übersetzer, andere. Wir wollen, dass sie in Afghanistan eine sichere Zukunft haben und helfen ihnen dabei, auch Existenzen zu gründen. Für den Fall aber, dass sie bedroht sind, latent oder offen, bieten wir ihnen auch Schutz in Deutschland. Darauf können sich alle verlassen.